Hallöchen, Popöchen, und willkommen zum zweiten Anlauf. Und diesmal sogar mit Sound. Das ist sehr schön. Weil ich habe nämlich gerade keinen Sound gehabt. Das war natürlich super. Alles getan haben das mal. Gut, das Problem ist, ich weiß nicht mal genau, wo wir waren. Schon ein wenig her. Also wir müssen, glaube ich, da hin, ne? Gut, wie kommen wir da hin? Nee. So. Wir können sogar draufstehen. Aktiviert. Wonach sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Na los, wirf endlich die verdammte Ratte. Immer wieder gut. Okay, drauf. Ja, viel Mana. Warum? Gut, warum? Oh nee, ich bin nicht noch verletzt, ne? Genau da. Oh Gott, ich. So. Ich bin dabei, ich würde gerade gerne ganz jemanden töten, aber geht wohl nicht so wirklich. So, stehe ich schon wieder ein bisschen unnötig und doof an. Aber ist mir egal. So, jetzt haben wir das mal gemacht. Ah, letztes Mal haben wir der alten Frau noch geholfen. Genau, das war das nämlich. Mana ist niedrig. So, dann rüsten wir Mana aus. Ah, okay. Aha, so können wir sehen, wie viel wir noch von den ganzen Sachen alle haben. Bestimmt da drauf oder nicht? Immer drauf teleportieren. Hat der super geklappt. Klappt immer besser hier. Ja, vielleicht wieder nach unten, ne? So kann ich glaube ich gar nicht, wie der aussieht. Muss da irgendwie hochkommen, Alter. Was ist denn hier los? Sag mal, Junge. Ja, bei so einer Fähigkeit ist es super, das mit Gameplay zu zocken. Das war jetzt mehr als nur peinlich, aber gut. Du, was? Hexenfisch? Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Was ist ein Hexenfisch. Können wir da drauf um teleportieren?
kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Mieser, dreckiger Abschaum. Ich werde dich finden. Hey, zeig dich. Mann. Mit Opferknecht gut weg. Ja, das ist so schlimm in dieser Zeit. Husten und so. Das ist ein Knecht. Das schaue ich mir mal besser an. Ah, die Beschissen. Da können wir anscheinend doch ziemlich leise vorgehen, sehe ich gerade. Naja, gut. Ist ja egal. Oh geil, eine Rune, zwei Runen. Aufseher Martin. Warte mal. Voila. Aufseher Martin, was war das denn nochmal? Kräfte? Ach, wir haben eine Rune? Echt? Das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wenn du weiner verletzt wirst, wird es beinahe heißen. Idioten. Was hatte? Mach mal eine andere Ratte. Ja, finde ich das ganz witzig, aber egal. Was haben wir? Haben wir was anderes gehabt? Ah, genau so ging das. Ausrüstung, Munition. Da, das ist eine Schwung, die genau ich kann von den Dingern haben. Wollen wir? Nö. Leg mich gerade. Notizen? Nein. Ziel? Genau. Aufgaben. Zum Aufseher Martin sprechen. Also so richtig so. Hey, Kumpel, was geht ab, Bro? Nigge. Hallo, Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur Ihre Frau. Ha! Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen, Respekt. Corvo, ich bin es. Aufseher Martin. Was ist los, bis ich muss ja wenigstens den Fuzzi wegbringen. Schon cool mit der Maske eigentlich. Ich wusste, dass sie schaffen. Habe ich auch dem Admiral gesagt.
Edmund. So. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Freien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Kann ich den mal freilassen, ihr Freund? Achso. Ah. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily so, ich kann dabei gucken, dass Campbell töten. Und zwar schnell. Auf jeden Wenn Fall. Er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Ja. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Aber, ist immer schön. Das ist echt schön gesagt, ey. Ich habe jetzt ein bisschen Pipi in den Augen. Ich bin. Ja, nicht wirklich, aber egal. So. Jetzt müssen wir noch irgendwie da reinkommen. Unbemerkt. Die Runen holen, das ist wichtig. Oh. Das kann es einfach einfacher machen. Wing! Jetzt geht das. Oh, ne? Klatsch! Jawoll! Ja. Kann man machen, was da hinten kritzeln? Was wird hier so? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Naja, sieben Gebote, Whisky und Zigarren, naja. Sieben Gebote überhaupt für Knecht. Dann bin ich am Plan, wie ich das hier mache. Nämlich nicht gerade so eine super Idee dafür, habe ich gesagt. Dass wir die Erfahrung für die Viecher wieder kriegen. Aber das teleportieren wir nicht. Kurva. Es ist scheiße mit Maus und Tastatur. Im Spiel kann man das sofort wieder umändern. Also einfach mal mit anderen Tasten nehmen. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, natürlich. Was los, ein Kollege, oder? Gut, danke.
Nee, reicht nicht. Scheiße. Das ist echt geil, ich da auch runter. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Nur nach gestern Nacht. Warte mal. Nach gestern Nacht? Und ich glaube, ich einfach nur noch reinstupfe und einfach mal umbringe. Aber das ist irgendwie eine doofe Idee. Ich denke mal, ich soll ja nicht erkannt werden.